Ich habe mich immer so bezeichnet als demokratischen Diktator. Das heißt, ich habe immer das Gespräch zu den Spielern gesucht, ja, und auch zu meinem Umfeld, weil da ist man schlecht beraten, wenn man versucht, alles diktatorisch durchzusetzen. Das, was ich mit dem kein Diplomat auch beschreiben möchte, ist auch die Tatsache, dass ich also auch mit vielen Obrigkeiten aneinandergeraten bin. Eben aufgrund der Tatsache, dass ich nicht immer konform mit der Meinung dieser Leute gegangen bin. Das war im Westen dann genauso.